einen wunderschönen guten Morgen aus Narvik. Guten Morgen. Aus Norwegen. Genau, die Sonne, die lacht hier so schön. Genau. Wenn der Wind nicht wäre, hätten wir, wären wir jetzt sogar hier im T-Shirt und wir hätten wahrscheinlich draußen uns gemütlich gemacht. Aber naja, der Wind ist noch da und wir machen immer noch das Beste drauf. Für euch gleich mal ein paar Informationen. Ihr seht diese Brücke da. Das ist die E6 von Honningsvåg Richtung Narvik rein. Kostet 9,90 Kronen. Wenn ihr über 3,5 Tonnen seid, kostet das noch ein bisschen... 27 oder so. 27 oder? Kronen. Nee, 271 Kronen oder so. 27 Euro. Es gibt so noch einen Alternativweg, den wollen wir jetzt zurück machen, weil wir wollen ja nach da drüben, wo die Schneeberge sind, da hinten. Denn das ist so Lofoten-mäßig da, ne? Da wollen wir nämlich eigentlich hin. Da wollen wir nämlich jetzt die nächsten Tage euch... Dinge zeigen, wo man hingehen kann. Vielleicht gehen wir auch in ein Museum. Das wissen wir aber noch nicht. Schauen wir mal. Das kommt ganz spontan noch, wie das Wetter ist. Und wir freuen uns auf Sandstrände, auf Karibik. Nur, dass wir nicht schwimmen gehen, weil das ist doch nur ein bisschen zu kalt. Ja, von den Temperaturen heute könnte es fast passen, aber ja. Ja, dann spring noch rein. Ich filme das dann, wie du da reinspringst. Genau. Auf jeden Fall machen wir heute auch wieder Aufnahmen, denn mein Vater, der war so nett und hat unser Auto, hat die Scheibe einmal sauber gemacht. Dankeschön an dieser Stelle. Ja, und jetzt wollen wir langsam los, denn wir haben noch viel zu tun. Jetzt als erstes einkaufen, dann nehmen wir euch aber nicht mit. Vielleicht zeigen wir euch nochmal ein Video, wenn wir nochmal einkaufen gehen. Das wissen wir noch nicht. Mal gucken. Das überlassen wir uns. So, und jetzt wird es ziemlich windig, das heißt, wir gehen jetzt. Oder fahren? Wir fahren jetzt. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. So, wir haben unseren ersten Stop gemacht, sind gerade über eine Brücke gefahren und es ist so windig draußen. Holle die Waldfee, 21 Meter pro Sekunde. Genau. Das ist schon, rechnet das selber hoch, dann wisst ihr, wie das ist. Ja, das sind ein paar Kammer. Ich glaube so, boah. Den müssen wir ja runterrechnen, ne? Durch 60? 60? Ungefähr? Kmh? Naja, so ungefähr. Ist egal. Also richtig strange, so dass wir gesagt haben, die Aufnahme, die machen wir jetzt hier drinnen, damit ihr uns hört. Aber die Bilder, die jetzt kommen, die machen wir draußen. Die machen wir draußen. In diesem Sinne, schöne Bilder von den Lofoten. Sweet. Just close your eyes and know. Ja, viel weiter sind wir nicht gekommen als da, wo wir eben gerade waren. Eigentlich hatten wir einen anderen Platz ausgesucht, aber da steht man doch zu sehr an den Häusern oder sehr dicht an der Straße. Das war jetzt nicht so
gut. Ja, richtig. Wir wollten da eigentlich ein bisschen zum Strand runterlaufen. Das war dann natürlich ein bisschen doof mit dem Parken. Also von daher haben wir gesagt, na gut, dann lassen wir das da mal lieber. Und sind dann weitergefahren zum Picknickplatz. Wir haben jetzt Picknickplatz in Lödingen und da machen wir jetzt einfach Essen. Also hinter euch, also neben euch steht schon der Topf von gestern. Hähnchen gibt es nochmal. Genau, Bohnen und so weiter. Und dann gibt es noch ein bisschen Brokkoli dazu und Möhren und Reis. Reis. Also von daher alles das lecker. Wird alles im anderen Wagen gemacht. Also wir teilen uns das hier immer schön auf. Aber unser Tisch ist schon gedeckt. Das bedeutet, wir essen natürlich hier. Gibt ein schönes Glas Cola noch dazu. Und vielleicht gibt es dann Abendbrot dann wieder bei deinen Eltern. Ja, so war das gedacht. Genau. Und dann morgen wieder umgedreht. Ja, richtig. Ja, mal schauen, ob wir heute noch was machen. Es hat jetzt angefangen zu regnen oder zu nieseln. Müssen wir mal schauen. Unser Schlafplatz ist auch nur noch 7 Kilometer entfernt, weil wir heute jetzt wirklich ruhig angehen lassen wollen. Morgen vielleicht schon hoffentlich mehr machen können. Aber ja, das liegt ja immer am Wetter. Genau. Jetzt müssen wir nur mal gucken, vielleicht, dass wir noch ein bisschen spazieren gehen können. Das müssen wir dann mal sehen, wo, wie, was. Aber ein bisschen Bewegung darf dann doch noch sein. Irgendwann müssen wir uns mal bewegen. Bis jetzt hat sich nur das Auto bewegt. Genau. Aber das über Kilometer. Uiuiui. Ein paar Kilometer haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe nicht auf den Tacho geguckt. Weit über 2000 Kilometer. Einmal zurückgesetzt haben wir ja den Tacho. Ja, muss man. Aber wir können berichten, soweit Stefan die Sicherung rausnimmt und dann wieder reinsteckt, funktioniert das Gerät. Das Radio. Das ja. Radio. Wir werden definitiv bei Alpine nachhaken, was das ist. Also wir werden es beobachten. Ich vermute ehrlich gesagt, dass das ein iOS-Update gewesen ist, wo das Alpine jetzt nicht mehr mit klarkommt. Das heißt, Alpine müsste mit dem Update hinterherkommen. Wahrscheinlich. Müssen wir mal fragen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil wie gesagt, wir sind bis nach hinter Stockholm sind wir damit gekommen. Und das iOS-Update, das haben wir in Deutschland noch gemacht. Ja, das stimmt schon. Also dementsprechend glaube ich es nicht so ganz. Wir werden es sehen, wir werden uns überraschen lassen. Und jetzt gibt es was zum Futtern. Mahlzeit. Sind wir jetzt weg von den Autos, wobei sie sind in Sichtweite, damit wir sie weiterhin verfolgen können. Ja, aber das waren jetzt, weiß ich nicht, vielleicht so ein Kilometer ungefähr. What? So ja, okay. Doch, so ein bisschen war das schon. Ein Kilometer sein? Nein, ja, von da bis da. Ach, der labert doch wieder. Ja, auf jeden Fall liegen hier viele Scheren rum, also ja. Von Gräfen. Wir haben auch einen Seeigel gesehen. Da ist es tot. Noch, ja, natürlich, klar. Also hier scheint die Insel von den, wie soll ich sagen, von den einheimischen Vögeln genutzt zu werden. Genau, das ist hier das große Buffet der Vögel. Und deshalb haben sie uns nichts übrig gelassen. Na Gott sei Dank, wir haben auch gut gegessen. Ja. Hatten ja nochmal Hähnchen mit Reis und Brokkoli. Hätte und wahrscheinlich ähnlich geschmeckt. Was? Naja, hier die Scheren so, von ja. den Krebsen ja, sollen, oder was sollen auch immer. Sollen ja nach Hähnchen schmecken. Genau. Auf jeden Fall eine imposante Aussicht haben wir hier. Trotz allem, wow, was ein bisschen schade ist, ist, dass es immer wieder so Regen-Niesel-Zeug ist. Das ja, ist nicht ein bisschen. So schön. Aber naja, was wollen wir machen? Ne? Wahrscheinlich werden wir jetzt aber eher wieder Richtung Auto gehen, weil wir wollten hier auf diese Insel, das haben wir geschafft. Und jetzt werden wir wahrscheinlich zu unserem Ausruhplatz schon fahren und vielleicht kann man da nochmal ein bisschen was laufen. Wir werden es einfach sehen.
So, wir haben unseren Platz gefunden für heute. Auch für uns eine Premiere, weil da haben wir noch nie gestanden. Wir waren noch nie in dieser Straße drin. Ist an einem alten Fähranleger. Der ist da. Ja. Und der Wauwau ist auch da. Genau. Er ist aus Almshorn. Ja, bitte. Und hat gleich jemand Angst gekriegt. Auf jeden Fall kann man sagen, richtig schöner Platz. Wir haben eine gute Aussicht auf den Gjelfjord, so eine Art. Und jetzt suchen wir nach dem rauschenden Bach. Man sieht ihn schon. Und gleich seht ihr ihn auch. Na, was ist das für ein Wasserfall gewesen? Apropos Wasser. Wir haben ja euch gesagt, dass wir hier ein Problem hatten mit den, dass wir eine Überschwemmung hatten. Da war ja ein Problem mit dem Wasserhahn. Da hat sich Stefan gestern noch was angeschaut und das werden wir euch jetzt einfach mal einblenden, damit ihr dann wisst, was er da rumgepriemelt hat. In der Zeit, wo der Marcel jetzt noch ein bisschen schneidet, kümmere ich mich um den Wasserhahn. Was soll ich sagen? Ich habe den jetzt auseinandergenommen und habe mir den mal angeguckt. Frostschaden ist es schon mal nicht, kann ich schon mal definitiv sagen, denn da ist ein Keramikkörper, der sonst immer kaputt geht und hier ist nichts kaputt dran. Das Problem ist wahrscheinlich, dass der Wasserhahn, naja, ich sag mal, nicht mit so viel Sorgfalt zusammengeschraubt ist, vermute ich mal. Denn hier oben wird ein Ring drauf gedreht. Das ist dieser schwarze hier, den man hier an diesem Wasserhahn unten auch noch sieht. Und dieser schwarze Ring, der war wahrscheinlich nicht weit genug drauf gedreht. Ich werde das gleich alles ein bisschen mehr anziehen und dann werde ich das Ding ja wieder in Betrieb nehmen und dann hoffen, dass es besser ist. Mal gucken. Wenn es nicht besser ist, ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen, denn duschen so ist nicht so gut. Funktioniert nicht ganz so gut. Mal gucken. Aber erstmal wieder zusammenbauen, das Ding. Das war auch vielleicht ein Rumgefriemel. Meine Güte. Ich habe den, glaube ich, dreimal auseinander gehabt, bis er richtig zusammen verschraubt war. Aber wenn man das Ding richtig zusammenbaut, ist das Wasser, ist der Wasserhahn auch dicht, so wollte ich sagen. Genau, wir wollen das Risiko trotzdem nicht eingehen. Wir beobachten das natürlich ganz jetzt explizit, ja. Werden aber wahrscheinlich nachhaken, wo wir so einen Wasserhahn kriegen. Und wenn wir den nur auf Lager haben, dass wir den ausbauen können und anderen einbauen können, weil das ist schon was. Es ist an sich eine Garantieleistung, aber ganz ehrlich, wir haben da keinen Bock, uns mit so einem Blödsinn rumzuärgern, weil wir eh wissen, dass dann wieder dumme Kommentare kommen. Es haben ja viele schon beanstandet und so weiter und die hatten genau dasselbe. Allerdings ist es da angeblich ein Frostschaden gewesen und es ist hier definitiv kein Frostschaden gewesen. Ich habe das Ding auseinander gehabt.
Da ist nichts kaputt drin. Da ist gar nichts kaputt drin. Nur nicht richtig zusammengesetzt. Wie gesagt, da kann Malibu theoretisch nichts für, aber wie gesagt, das war von Anfang an und hätte man richtig mal die Fahrzeuge kontrolliert. Und zur Not, vielleicht ist auch der Händler daran schuld, weil er nicht kontrolliert hat. Wir wollen das nicht sagen. Auf jeden Fall ist es nervig. So, jetzt geht es darum, wir werden hier einiges schneiden müssen. Im Endeffekt muss er schneiden. Ich habe schon vorbereitet. Er hat 13 Szenen, die er jetzt fertig machen muss. Ja, mache ich gern für euch. Und das habt ihr schon gesehen. Und ja, dann gibt es nachher noch lecker Schnittchen und vielleicht machen wir heute mal einen Spielabend. Genau. Das ist gut, dass das Brot lecker ist. Tja, was soll man sagen? Und schon war es wieder Abendbrotessen. Zeit. Ja, irgendwie die Zeit verpasst. Ich war gerade so ein bisschen am Schneiden gewesen, gerade im Floh. Genau, ich bin auf der vorletzten Seite vom Buch. Oh, Entschuldigung. Danach muss ich das wieder umdrehen und dann muss ich rückwärts lesen. Ich habe hier auch was Leckeres. Genau, Erdbeeren aus den Niederlanden oder aus Belgien. Wir wissen es nicht so genau, stand beides drauf. Ja. Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall diesmal Moselwein. Aber auch ein A-Wein. A-Wein, Flutwein. Ein neues Brot, was wir hier ausprobieren. Der Knus soll schon gut sein. Ja, den ich wieder nicht gekriegt habe, so eine Frechheit. Ach du armer, du. Tja, da freut sich schon wieder einer. Möchtest du die andere Seite? Genau, so eine andere Seite. Jetzt fragt man mich schon, ob ich die andere Seite. Das hört später, man. Ja. Das hört man, ne? Ja, weiß ich, aber später. Später. So, jetzt wollen wir was essen. In diesem Sinne, guten Hunger. Guten Morgen. Wir haben es 7:05. Und was für eine tolle Aussicht. Klärchen ist da, macht Solar. Also wir müssen sagen, wir haben absolut gar kein Problem, was Solar angeht. Also da haben wir richtig, was Strom angeht natürlich, haben wir gar keine Probleme mehr. Also A, während der Fahrt werden sie eh andauernd geladen hier in Norwegen und auch in Schweden. Aber sonst, wenn wir hier stehen, das ist totale Power drauf. Also richtig cool. Wir gucken mal. Jo, Teddy ist auch noch da. Stefan macht gerade die Dusche. Entsprechend haben wir auch gleich mal gecheckt. Alles wieder trocken. Das heißt, es ist immer gut, einen Stefan an Bord zu haben, der regelt das. Ja, und jetzt gibt es noch mal eine kleine Aussicht hier vom Platz, wo wir gerade stehen. Und dann gibt es Frühstück. Auf, denn beinahe wären wir an unserem Strand, wo wir vor 3 Jahren waren, vorbeigefahren. Genau, ja. Aber wir müssen noch mal gucken, ob wir die Bilder von 2019 dabei haben, denn werden wir euch mal einen Vergleich machen vom Strand von 2019 zu dem Strand von heute. Und ja, wir werden noch nichts verraten, wie der Strand heute aussieht. Ich kann euch nur sagen, ihr könnt aber direkt im Auto die Badehose anziehen. So viel ist, glaube ich, zu verraten. Die Badehose anziehen. Die Badehose. Ja, wenn man am Strand ist, geht man noch ins Wasser. Ja, natürlich. Und wo wir 2019 da waren, waren die Leute auch im Wasser. Mhm. So, und dementsprechend, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn wir öfters mal erst sehen hier drinnen machen. Draußen ist sehr, sehr windig und lieber... Dann ist die Tonqualität hier einfach besser und ihr kriegt ein paar schöne Szenen mit Musik eingeblendet. Das macht, glaube ich, mehr Sinn und da freut man sich auch drüber. Genau, und er freut sich, weil er darf schneiden. Ja. Thank you.
If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Einen kleinen Spaziergang haben wir gemacht zu den Fischen. Gott sei Dank war, also das ist da oben, also hier ist der Fußballplatz vor uns. Genau, ihr habt das, entweder werdet ihr das gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen, damit ihr euch ungefähr dann vorstellen könnt, wo wir gerade stehen. Das seht ihr dann auf der Aufnahme auf jeden Fall vor uns. Und da seht ihr auch, wo die laufen. Genau. Und da ist Gott sei Dank kein Fisch, denn hinter uns ist überall Stockfisch. Also wir hätten hier nur, wenn Fisch essen können. Das wäre das Einzige, aber getrockneten. Was hätte, nein, wenn du Fisch gekocht hättest. Ach so, okay. Das hätte hier auch ja noch funktioniert, weil es riecht eh nach Fisch. Genau, das alles stimmt. Andere, no way. Ja, auf jeden Fall ein richtig toller Spot hier. Camping verboten, muss man eindeutig sagen. Hier darf man nicht campen, hier darfst du parken. Das ist erlaubt, aber no camping, also nicht schlafen. In Henningswehr, richtig toller Platz, haben wir durch Lukas Winkel gefunden. Ja. Er ist ein Fotograf aus Erfurt, hat einen Harzkalender gemacht, hat einen Skandinavienkalender gemacht. Und den Link zu dem Lukas, der ist mal in der Infobox drin, könnt ihr mal schauen, vielleicht ist das auch was für euch, weil richtig tolle Fotos, die er da gemacht hat. Und ihr seht jetzt auch Bilder, Drohnenaufnahmen, richtig tolle Sachen hier aus Henningswehr. Und wir fahren jetzt zu einer Brücke, haben nämlich Hunger.